Sie lassen sich nicht aufhalten. Die Metalheads kommen jetzt zu Fuß aufs Festivalgelände. Dauerregen hat Wacken in eine Schlammlandschaft verwandelt. Mit Traktoren wurden die Fahrzeuge heute Vormittag einzeln auf die Campingplätze gezogen. Und rund um den Ort staut es sich über Kilometer. Übernachtung im Auto inklusive. 26 Stunden unterwegs. Leute waren alle super. Okay. Camps aufgebaut, Generatoren aufgebaut, Würstchen gab es am Straßenrand, Bier. Also können nicht klagen. Laune ist super. Andere sehen es kritischer. Wetterlage war vorhersehbar und mehr Infos. Das wäre schön. Das ist schade und ich hoffe, die Veranstalter bekommen dann trotzdem Lösungen hin für Kartenerstattung oder für das nächste Jahr. Noch 8 Stündchen, dann sind wir da. Und während die einen im Stau stehen, campen andere schon mal auf einem Parkplatz um die Ecke. Ein Baumarktleiter in Itzehoe hat kurzerhand seine zum Verkauf stehenden Gartenhäuser zur Übernachtung angeboten. Wir helfen den Jungs und Mädels hier vor Ort mit einer Unterkunft, mit Strom, mit Toiletten und alles, was wir sonst so machen können, ja. Damit es den Jungs und Mädels hier gut geht, ne? Beste Mann. Wir warten jetzt darauf, dass die Currybude aufmacht, weil der Hunger jetzt langsam kommt. Und ansonsten ist die Stimmung. Also eigentlich bräuchten wir nur noch hier einen Act, eine kleine Bühne, wo man dann jetzt also irgendwo ein bisschen was Live-Musik hat. Dann könnten wir hier bleiben und nächstes Jahr wiederkommen. Währenddessen stapfen die Glücklichen, die es jetzt schon aufs Festivalgelände geschafft haben, durch den Schlamm. Trocken ist hier auf jeden Fall gar nichts mehr. Und Matsch macht scheinbar erfinderisch. Bei euch ist ja richtig Land unter. Ja. Wie geht ihr damit um gerade? Ach, Socken, Müllsacksocken und dann, ja, läuft. Die gute Laune nicht verderben lassen. Wir sind in Wacken. Die gute Laune gibt's auch auf Social Media zu sehen. Ob in der Schlammpfütze mit Plastikente oder der Sprung in den Matsch mit anschließendem Biergenuss. In der Zwischenzeit wird Kies angeliefert. Dieser soll bei der Auffahrt auf den Campingplatz helfen. Doch laut Veranstalter sollen nur noch Fahrzeuge im direkten Umkreis aufs Gelände dürfen. Alle anderen bestenfalls gar nicht erst losfahren. Letztendlich ist die Entscheidung auf Veranstaltungsebene getroffen worden für die Sicherheit aller Beteiligten. Das heißt aller Gäste, aber auch aller Menschen, die hier irgendwie mit diesem Festival zu tun haben. Und da geht einfach Sicherheit vor irgendwelchen anderen Ideen. Eine historische Situation. So etwas gab es seit Wackenstart 1990 noch nie. Die momentane Situation ist die, dass wir versuchen, die Personen, die sich noch im Stau befinden, jetzt hier noch aufs Gelände kommen zu lassen, was total schwierig ist, weil der Boden ist aufgeweicht, die Zufahrt ist nahezu unmöglich. Es sind an die 100 Zugfahrzeuge im Einsatz und daran wird gerade ganz extrem gearbeitet. Ob das Wacken Open Air ab morgen trotz allem wie geplant stattfinden kann, darüber beraten Veranstalter und Behörden noch immer. Ja, fragen wir nach. Natürlich vor Ort in Wacken, aber dann auch in Hamburg, wo viele Wacken-Fans gestrandet sind, die nicht mehr anreisen durften. Erstmal aber zu Tobias Gellert in Wacken. Die, die noch im Stau rund um Wacken stehen, die sollen ja nach und nach noch irgendwie aufs Gelände kommen. Aber was ist denn mit den anderen Fans? Wie sollen die jetzt anreisen und warum gibt es da so wenig Infos vom Veranstalter? Ja, genau das Problem hatten wir heute. Wir haben mehrfach beim Veranstalter angefragt. Es wurden Termine avisiert, zumindest mit dem Verkehrschef des Festivals. Der wurde dann kurzfristig wieder abgesagt. Also wir haben heute direkt vom Veranstalter keine Informationen bekommen. Von den Behörden sickerte dann am Nachmittag durch, dass man eben die Anreise gestoppt hat. Und ja, bei den Wetterverhältnissen, jetzt regnet es schon wieder und es soll sich wahrscheinlich auch noch einregnen heute Nacht, ist die Frage, wie man der Wetterlage überhaupt Herr werden kann. Und für morgen sind ja auch noch mehr Regen und sogar auch Gewitter vorhergesagt. Was heißt denn das womöglich für das Festival insgesamt? Also nach unseren Informationen steht man im ständigen Austausch. Die Veranstalter sprechen mit den Behörden, dem Rettungsdienst, der Polizei. Da gibt es also einen regen Austausch und den wird es natürlich in den nächsten Stunden und morgen dann auch noch geben. Und dann wird man entscheiden, wie man das Festival durchführen kann. Immerhin 30.000 Menschen sind nach unseren Informationen hier. Circa 10.000 bis 15.000 will man noch rauflassen. Das sind diejenigen, die im näheren Umfeld hier um Wacken herum stehen. Und dann wird man morgen sehen und dann wird man morgen entscheiden, wie das Festival und ob das Festival stattfindet.
Tobias Gellert, danke nach Wacken. Ja, aber was ist jetzt mit denen, die schon unterwegs sind und die da gestrandet sind? 300 Euro für ein Ticket gezahlt und jetzt stehen sie unter anderem in Hamburg auf einem Parkplatz, 70 Kilometer entfernt vom Geschehen, von der Bühne. Anouk Scholein in Hamburg. Kippt da jetzt so langsam die Stimmung? Nein, auf gar keinen Fall. Hier hat man wirklich alles, was man braucht, um diese Tage hier durchzustehen. Für einige sind es schon Tage. Ihr seht das hinter mir. Es gibt hier ein Einhorn, es gibt Trockeneis, es gibt unter diesem Einhorn und diesem Trockeneis jede Menge alkoholische Getränke. Und für einige steht jetzt schon die zweite Nacht bevor. Einer von ihnen ist Thomas. Du bist gleich die zweite Nacht hier. Ihr habt euch entschieden, erstmal hier zu bleiben. Aber was ist denn euer Plan für morgen? Ja, hier schlafen wir ja gut und wir fahren dann morgen einfach hin. Wir entscheiden morgen früh, ob wir mit dem Zug fahren oder mit dem Auto. Aber wir fahren auf jeden Fall auf dem Holy Ground. Wir haben jetzt schon ein paar Leute gehört, die sagen, schlechte Infopolitik und irgendwie, vielleicht auch sagt das Festival ab, dann kriegen wir wenigstens unser Geld zurück. Wie siehst du das denn? Ja, da sind jetzt so viele Leute schon da und wir sind ja auch hier und wir haben alle Urlaub jetzt. Wieso sollten wir das jetzt absagen? Ich meine, es wäre ganz fair, wenn man sagt, okay, alle, die ihr Ticket nicht abrufen, kriegen ihr Geld zurück. Ne? Weil es ist ja alles namentlich hinterlegt. Das kann man ja mal, das ist, glaube ich, systemseitig leicht regelbar. Ne? Ich muss sagen, ich habe heute sehr viel gelernt. Ich bin schon den ganzen Tag hier auf diesem Parkplatz und habe festgestellt, Wacken-Fans haben eine große Solidarität miteinander. Man hilft sich hier, man sagt, komm, wir haben noch Platz im Pavillon und es ist eine sehr große Gemeinschaft. Und ich meine, ich hätte den Ruf heute schon mal gehört, aber für alle, die es vielleicht vergessen haben, wie heißt das nochmal? Was hört man immer in diesen Tagen hier? Hey Leute! Wacken! Und damit zurück nach Hannover.